heute ist Freitag. Ja, genau. Nicht der 13., sondern was ist los, Stefan? Du guckst leicht nervös. Überhaupt nicht. Nee, aber sag mal, läuft das Recording? Es läuft. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt hier auf dem Kielkanal oder Unterlein-Nord-Ostsee-Kanal. Ja, du fährst. Wir haben noch ungefähr 10 Kilometer bis zur Schleuse nach Kiel. Und wollen danach bei der Schwentine-Flotte festmachen. Ich habe schon mit Kim Kontakt aufgenommen und die hat gesagt, wenn wir in der Schleuse sind, sollen wir uns melden und dann sagt sie dem Hafenmeister Bescheid. Und du möchtest jetzt sicherlich den Zuschauern zeigen, warum du glaubst, dass ich ein bisschen angespannt bin. Dann genau. Guck mal bitte da. Da gucke ich jetzt mal und ja, genau deswegen. Also, wir sind hier auf diesem schmalen Kielkanal. Der ist gar nicht schmal. Aber er fühlt sich sehr schmal an, wenn hier von hinten so ein verrosteter Stahlkoloss an der Uferwand langschrammt und keine Rücksicht auf kleine Segelbötchen, kleine Nussschalen nimmt. Ja, aber und, wir fahren hier relativ gut mit 8-9 Stundenkilometern. Der schiebt sich jetzt an uns vorbei. Ziemlich rostig. Und das werden wir vielleicht ein bisschen Schraubenwasser haben. Das werde ich noch mit aufnehmen, glaube ich. Das Schraubenwasser, ja. Und dann aber ist das ja. Thema auch durch. Also du kannst ja mal nochmal auf den Plotter filmen. Wir sehen ja, was los ist. Wir wissen ja, was los ist. Genau. Nichts gefallen. Ja. Richtig. Und wir sind schon in die blaue... Vorsicht, Stefan. Ja, wir ja. sind schon in die blaue Linie gedrängt worden. Das sieht man hier ganz deutlich. Ihr habt ja nicht 10 Meter Tiefgang, sondern nur 1,30. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz an die Schiffswand und die sieht wirklich nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus. Also, ein Roasty Rose, würde ich mal sagen, mit Rettungsleiter. Nee, Lotsenleiter. Oder Lotsenleiter, genau. Ja, und da irgendwo oben ist hoffentlich die bemannte Brücke oder befraute Brücke. Das wissen wir jetzt nicht so genau, weil meistens sieht man sie nicht. Okay. Also ich glaube, jetzt gibt er auch richtig Gas. Ich glaube, er war aha. Vorher ein bisschen zurückgekommen. Ja, das müssen wir mal gucken. Jetzt hören wir auch die Schraube, es wird laut und rauschig. Stimmen werden lauter, vorsichtig. Mama, nicht so, dass du da reingezogen wirst. Ja, und da hinten das ist die Rettungskapsel. Das sind die man haben kann, wenn man auf dem Nordostseekanal nicht vielleicht gucken. Ja, ich kann ja mal gucken, wobei man sich das kaum vorstellen kann auf so einem pupsigen Video. Auf jeden Fall höher als unser Masthof ist, das kann man schon mal sagen. Definitiv. Auch das ist schwer einzuschätzen, aber ja, ist er. Und wo kommt er her? Jetzt kommt die Schraube gleich. Aus Pai. Andromeda, ja, könnte ein Grieche sein. Griechisches Öl, vielleicht Olivenöl für unsere Heizkraftwerke. Dann senden wir mal liebe Grüße an Dr. Franzi und Tobi raus. Richtig, Grüße gehen raus. Dann, tschüss, wir müssen uns noch verabschieden. Ja, wir müssen uns noch verabschieden und es geht so. Tschüss vom Kielkanal und das nächste Mal melden wir uns möglicherweise schon wieder aus. Jetzt kommt das Schraubenwasser. Dänemark. Ciao. Da ist es.